herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich freue mich, dass ihr wieder bei einem VIP und Chat mit dabei seid oder vielleicht auch neu zu dem Kanal gestoßen seid. Ja, ihr seht es, ich habe hier die Nymphe liegen von der Künstlerin Finira. Und da würde ich gerne einfach weiter mit euch dran arbeiten. Ich dachte immer so ein bisschen, dass ihr das seht. Die Woche bin ich leider irgendwie nicht so viel zum Painten gekommen. Aber das ist manchmal so. Trotzdem ist ein bisschen was passiert beim Painten. Ja, ihr seht es, hier sieht man schon den Unterschied. Da klebt das Washi-Tape. Bis dahin sozusagen ist gepaintet. Ich finde die so schön mit der, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das eine Seerose? Ist das ein Lotus im Wasser? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall eine wunderschöne Blume. Und das Mädchen. Ja, und hier unten, seht ihr es? Ich hole es ein bisschen rüber und hoch. Die Ecke ist soweit gepaintet. Ich mache mal gerade noch die Folie weg, dass die nicht so spiegelt. Beim letzten VIP und Chat war ich ja hier an dem Feld beschäftigt. Also hier die Hand kam jetzt noch dazu, sozusagen. Und hier die Fläche ist angepaintet. Ja, und da wollte ich eigentlich mit euch ein bisschen weiter painten. Oder ich painte und ihr hört zu. Und mache dabei noch was Schönes anderes. Und ich erzähle euch so ein bisschen sozusagen von der Woche, wie ein, ja, fast schon wie ein Tagebuch sozusagen. Ja, ich habe schon meinen Stift parat, ein kleines, schmales Schiffchen. Das letzte Mal hatte ich euch ja, glaube ich, auch die Matte hier gezeigt, eigentlich das Mauspad. Damit habe ich mir hier immer an der Seite abgelegt, damit ich einfacher hier painten konnte. Man muss ein bisschen aufpassen, zumindest war das jetzt bei mir so. Ich weiß jetzt nicht, ob es da bei den speziellen Painting-Matten einen Unterschied zu gibt, aber mir bleiben manchmal, wenn ich das zu lange so liegen habe und meine Hand auch zu lange drauf liegen habe, ist es mir passiert, dass ich da ein Steinchen abgelöst hatte und sich dann hier an die Matte geklebt hat. Was ja nicht schlimm ist, das kann man ja wieder draufkleben. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, mit welcher Farbe wir starten. Ich hole euch ein bisschen näher ran. Und dann gucken wir mal. Wir könnten ja hier mit dem Grün mal weitermachen. Ich glaube, so seht ihr das ganz gut, aber ich muss mir das ein bisschen dichter holen. Sonst sehe ich nichts. Ach, schön. Ja, und dann dachte ich, kann ich euch ja ein bisschen aus der Woche erzählen. Ich muss mir angewöhnen, dass ich ein wenig lauter spreche. Weil ich bin eigentlich jemand, der spricht leise. Aber ich glaube, das setzt YouTube nicht so gut um. Das könnte sein, dass daher vielleicht dann meine Tonprobleme kommen. Wer weiß. Also starten wir hier mit unserem Ist-Gleich. Ja, wir haben ja, Freitagnachmittag. Ich guck mal gerade. Ja, es ist schon 16:30. Aber freitags mache ich immer ein bisschen früher Schluss bei meiner Arbeit. Ich weiß nicht, freitags ist das so, dass wir da alle etwas zeitiger gehen als in der Woche. Ist das bei euch an der Arbeitsstelle auch so? Ich meine natürlich außer die Leute, wo Schichtdienst haben oder feste Arbeitszeiten. Da bin ich bei meiner Arbeit ganz froh, weil wir haben Gleitzeit sozusagen. Also wir haben Kernzeiten, wo wir da sein müssen, und dann
haben wir auch wieder Zeiten, wo gesagt wird, da ist es euch freigestellt. Und das ist wirklich, also es ist ja Gold wert, sowas. Also das habe ich sehr zu schätzen gelernt, muss ich sagen. Ich meine, früher war das halt nicht so bei mir, in meinen früheren Arbeiten, in meiner Ausbildungszeit schon, in meinem Ausbildungsbetrieb, aber danach nicht mehr. Ja, und deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt wiedergefunden habe. Ich meine, ich bin jetzt erst seit 3 Jahren bei dieser Arbeitsstelle. 3 Jahren, ja. Aber trotzdem, da bin ich gern. Das ist eine Arbeit, die macht mir Spaß. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Finde ich jetzt. Ja. Aber ja, Arbeit ist Arbeit. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Ne? Ja, aber die Woche sonst war ganz, ganz schön, ganz entspannt. Wetter war zwar etwas kalt hier bei uns in der Gegend, dafür, dass das am Wochenende so wunderschön war. Meine Güte, letzte Woche Sonntag. Ich habe nur draußen gesessen. Ich habe auch draußen mein Mystery-Bild gepaintet von Teenie Schnickschnack. Und nur draußen. So schön. Ich habe es genossen. Also ich bin ja auch schon so ein Draußenmensch dann, wenn die Zeit da ist. Mein, im Winter gehe ich natürlich auch raus, um Gottes Willen. Ich habe ja eine Hündin und allein deswegen bin ich schon 2-3 Mal am Tag mit ihr unterwegs. Und sonst jetzt mit der Gartenzeit, wo jetzt wieder gestartet ist, auch. Wobei ich sagen muss, dieses Jahr habe ich oben meinen großen Garten sozusagen nicht bestellt. Also da habe ich so gut wie nichts gemacht. Jetzt im Anfang des Frühjahrs. Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber da irgendwie, das ja, hat mich dieses Jahr nicht gepackt. Ich habe meine Hochbeete unten gemacht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, mein das Haus ist auf flachem Grund und da haben wir eine gewisse Fläche, wo ich jetzt 2 Hochbeete habe und lauter Blumenkübel sozusagen auf der Terrasse. Und wenn man dann einen steilen Hang hochgeht, so nach dem Motto, kommt sozusagen mein Garten. Da ist dann nochmal eine gewisse gerade Fläche und da ist nochmal Garten, Nutzfläche sozusagen. Und da habe ich dieses Jahr nichts gemacht. Da oben sind zum Beispiel unsere Himbeeren und die Brombeeren und die Johannisbeeren. Im Hang selbst, wo man hochgeht, sind die Obstbäume. Also wir haben Apfelbäume, 2 Stück, 3 Stück sogar. Einen Aprikosenbaum haben wir. Und im Hang haben wir noch einmal Birne. Und einen Pflaumenbaum. Ich hoffe, wir kriegen dieses Jahr Pflaumen. Letztes Jahr haben wir keine Pflaumen gehabt. Also das ist schade. Also auf die Früchte von uns, also da freue ich mich immer. Jedes Jahr. Weil die wirklich, es ist einfach lecker. Und dann auch noch aus dem eigenen Garten. Finde ich schon toll. Und die Kinder auch. Also wenn jetzt die Zeit wieder kommt mit den Erdbeeren, den Johannisbeeren, den Brombeeren und sowas, dann sind die wieder draußen an den Büschen und essen sich satt. Das habe ich früher sehr geliebt. Also jetzt auch noch. Und die Kinder machen das halt unheimlich gerne. Da wurde ich aber früher im Kindergarten
von den Leuten immer angeguckt, wie deine Kinder essen von den Büschen. Ja, meine Kinder haben draußen bei uns von dem Johannisbeerbusch direkt vom Busch gegessen. Ja, auch ohne zu waschen. Wir liegen ja nicht direkt an der Straße, von daher. Und ich weiß ja, was bei den Sachen dran ist. Ich spritze nichts. Ich spritze auch kein Neem oder sowas, also gar nichts. Und ja, also ich habe mir da nie was dabei gedacht. Ich bin so auch groß geworden. Und deswegen duften sie das bei mir im Garten. Ja, und wenn ihr euch vorstellt, so eine frische Pflaume direkt vom Baum, lecker. Ich meine, für alle, die wo Pflaumen essen, die wo keine Pflaumen essen, naja, die halt nicht, aber, ne? Also das ist eine Sache, das lieb ich. Und das mögen auch die Kinder sehr gerne, auch die Himbeeren. Ja, aber das war halt früher bei uns, wie die Kinder in den Kindergarten gegangen sind. Von den Erzieherinnen nicht so gern gesehen. Warum auch immer. Ich meine, ja, gut, die Sachen, wenn eine Erdbeere ein bisschen mit Erde zu war oder sowas, das haben die natürlich auch dann vorher abgewaschen, um Gottes Willen, ja. Aber ja, dass das so, dass ich das so extrem darauf geachtet hatte, nee, habe ich nicht gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, meine Kinder waren keine Kinder, wo Sand gegessen haben oder sowas. Also das haben sie nicht gemacht. Ja. Wobei das natürlich beim Kindsein gehört ja auch einfach dazu. No. Jo. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn die Zeit wieder kommt und man das alles wieder im Garten hat. Ich glaube, das wird wieder Bombe. Ja, aber sonst ist oben im Garten diesmal nichts. Ich habe diesmal auch keine Kartoffeln angebaut. Oder noch nicht. Da haben wir keine gesetzt bis jetzt. Aber ich habe auch das Beet noch nicht vorbereitet dafür. Und ich weiß auch nicht, ob ich das dieses Jahr mache. Ist ja auch alles mit Arbeit verbunden. Und letztes Jahr war ich dann viel mit Wasser hochschleppen beschäftigt, weil ich habe da oben nur ein Wasserfass stehen. Und das war schon, jo, ne? Muss halt alles gemacht werden. Und deswegen hatte ich bis jetzt nur die Hochbeete sozusagen startklar gemacht. Ich habe bei den Hochbeeten jetzt eins mache ich immer mit Pflücksalat und diesen kleinen Frühlingszwiebeln fertig. Und das andere wird mit anderen Sachen gerade bestückt. Also Möhren normalerweise. Und dann kommen später noch so Radieschen rein. Letztes Jahr hatte ich auch ganz viel Chinakohl drin. Sehr lecker. Und was hatte ich noch? Ich weiß gar nicht, was ich noch hatte. Ah, Paprika und Chili, aber die kommen bei mir in einen großen Blumenkübel rein. Und dann hatten wir noch Paprika, Chili, Aubergine und Zucchini. Genau. Und die Sachen werden dieses Jahr auch wieder schön mit angebaut. Ja, das sind da so die Pläne. Was ich habe jetzt am letzten Samstag habe ich mal bei uns die Dahlien gesetzt und habe, was war noch da drin? Ah, Gladiolen habe ich gemacht. Habe ich noch mal neue gekauft gehabt. Das war die Zwiebelchen waren beim Aldi runtergesetzt, so eine Packung für 99 Cent. Und da dachte ich, ach komm, dann nimmst du gerade mit. Du wolltest eh die Kübel machen mit den Dahlien, also nimmst es gerade mit und guckst mal. Ja,
Und das habe ich dann auch gemacht. Jetzt haben wir Dahlien und die Gladiolen eingepflanzt. Und dann harren wir der Dinge und hoffen, dass sie schön blühen. Wobei bei den Dahlien denke ich schon, bei den Gladiolen denke ich auch, da habe ich nur immer das Pech, bei mir kippen die nach einer Zeit um. Mal schauen, vielleicht stütze ich sie dieses Jahr mal mit ein paar Halterungen. Weiß ich noch nicht, schauen wir mal. Genau. Und den Pflücksalat habe ich auch schon drin, genauso wie die Frühlingszwiebeln. Die Frühlingszwiebeln habe ich schon im September, Oktober gestreut, die Samen verstreut gehabt. Und da haben wir jetzt schon die ersten Frühlingszwiebelchen. Was ich nicht schlecht finde. Im Salat oder so sind die sehr lecker. Auch zum Kochen. Aber die nehme ich meistens dann, wenn schon gekocht ist, sozusagen nur noch zum drüber machen oder für aufs Brot. Nehme ich die gerne. Ja, das war jetzt soweit mein Garten. Der kleine Feine. Ja. So ist das. Und dann habe ich die Woche. Ich fahre ja immer sehr früh auf die Arbeit. Da hat sich auf meinem Weg zur Arbeit und wieder nach Hause auf dem Weg sozusagen eine Baustelle eingerichtet. Ach, Leute, die soll ein bis Ende des Jahres gehen. Also jetzt seit Montag bis Ende des Jahres. Ich kann euch sagen, für einen Weg, wo ich 20 Minuten brauche, normalerweise, also hin, zum Beispiel hin zur Arbeit, fahre ich so gute 20 Minuten. Wenn ich mir Zeit lasse, gute 20 Minuten. Und es ist ein Graus. Ich meine, die Arbeiten müssen gemacht werden, gar kein Thema. Aber ich brauche jetzt allein sozusagen dafür durch die Stadt, nur für durch diese Baustelle. Fast eine, ja, doch halbe Stunde. Ich habe am Donnerstag, ich bin extra vor den Stoßzeiten gefahren, ich bin am Donnerstag extra früher los, habe geguckt, dass ich vor 4 halt loskomme. Ich habe 50 Minuten gebraucht bis heim. Ja. Ja. Da ist das dann nicht mehr so schön. Meine, um Himmels Willen. Die Sachen, die Arbeiten müssen gemacht werden. Die Arbeiter können da gar nichts für. Aber das ist dann schon etwas nervig. Und jetzt fahre ich halt nicht über die Straße, sondern jetzt habe ich mich umentschieden und bin heute am Freitag über, ja, die Dörfer gefahren. Ja. Und dann, da brauche ich dann nur, ja, zwar auch eine halbe Stunde, aber das ist immerhin noch etwas schneller als das. Ja. Denn wenn ich mir vorstelle, da wirklich gerade am Freitag, wo jeder ja heim möchte, was völlig verständlich ist, und dann einspurig durch eine Stadt und dann über eine Bundesstraße einspurig. Ah nee, ich fahre lieber über die Dörfer. Das passt schon. Ja. Aber das ging gut. Fertig. Was ich ja auch so, ja, lustig nicht, aber ich habe schon gedacht, so, oh mein Gott.
Ein Freund von mir fährt da auch lang über die Baustelle und der hatte gestern um 4 Schluss. Der war 20 vor 6 daheim und der fährt auch nur so, ja, 20 Minuten, so nach dem Motto. Also wie ich, der wohnt hier bei mir in der Stadt mit und ja, sagt er, eine Katastrophe. Das ist dann aber auch, wenn da jeder immer auf sein Recht pocht. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Man steht dann da und will eigentlich nach Hause und dann wird man von 2 Spuren auf 1 und dann der andere, oh, jetzt hat er sich vorgedrängelt. Also, ich meine, ihr kennt das vielleicht. Aber wird da jeder geben und nehmen, glaube ich, wäre das alles ein bisschen schneller. Obwohl, naja, mit der Ampelschaltung noch dabei. Wer weiß, wer weiß. Aber ich kann es nachvollziehen, dass die Leute da, auch die Autofahrer und die Baustellenleute, die Bauer, Handwerker dort und alles, dass die dann nach einer gewissen Zeit etwas, ja, angenervt sind einfach. No? Das ist verständlich, finde ich. Aber trotzdem sollte man immer lieb zu dem anderen sein. Ja. Mit der Baustelle. Aber gut, ich fahre jetzt über die Dörfer. Habe ich mich jetzt entschieden. Das geht schneller, ist ruhiger. Und deswegen jetzt mein Nachhauseweg. Genau. Ja, wie war eure Woche so? Habt ihr was Schönes erlebt? Habt ihr was Trauriges erlebt? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich muss gerade mal überlegen, was ich Schönes erlebt habe die Woche. Da habe ich ein Ist-Gleich vergessen. Ich habe hier unten ein Ist-Gleich vergessen. Was ich Schönes erlebt habe. Was mich ja mega gefreut hat, ich habe gekocht. Ich habe ein neues Essen gekocht. Einfach nach den Sachen. Oh, ich hätte Lust auf. Und was soll ich euch sagen? Ich konnte es ja kaum glauben. Meine Tochter hat auf das Gekochte geguckt und erst gesagt, was denn das? Und sie hat danach, dem sie es probiert hat, wirklich gesagt, oh, das ist lecker, das kannst du öfters kochen. Und das hat mich mega gefreut, weil das von meiner Tochter zu hören ist selten. Ja, das war sozusagen mein tollstes Highlight der Woche. Was mich traurig gemacht hat oder was nicht so schön war, wie gesagt, war die Baustelle. Dass ich da so lange gebraucht habe, das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Ja. Könnt ihr mir gerne noch in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist und was die Woche so los war bei euch. Wie gesagt, würde mich interessieren. Ja, und dann, da wir ja schon beim Kochen waren, erzähle ich euch noch, was ich die Woche gekocht habe. Wir hatten als einmal das Essen, wo meine Tochter mich so gelobt hat. Ja, ich bin ja mit stolz geschwollener Brust da aus der Küche rausgegangen. Und eigentlich dachte ich, es würde ihr nicht schmecken. Weil ich muss euch ehrlich gestehen, ich fand es nicht so den Burner. Aber ihr hat es geschmeckt. Und das war, ich hatte gemacht, ich habe die Hähnchenbrust mir so
in der Mitte sozusagen, also mitten rein, eine Kuhle geschnitten und habe die gefüllt mit Babybel und Kräuterfrischkäse. Und den Kräuterfrischkäse habe ich noch abgeschmeckt. Also den habe ich noch mal gewürzt und habe eine Zwiebel reingemacht, ein bisschen Knobi reingemacht und habe den mit dem Babybel Speckwürfel habe ich reingemacht, weil die waren kurz vorm Ablaufen und deswegen habe ich gesagt, werden die jetzt aufgebraucht, fertig. Und dann habe ich die noch mit reingemacht und habe das dann mit einem Zahnstocher geschlossen, den Einfüllschnitt sozusagen, und habe das dann von beiden Seiten kurz scharf angebraten und dann in den Backofen gemacht. An den Frischkäse, in diese Frischkäsefüllung hatte ich noch ein Ei mit reingegeben, damit die halt stockt ein bisschen. Ja, und habe das dann, wie gesagt, in den Backofen gemacht und habe dann noch eine Soße gemacht mit Zwiebeln und Weißwein und habe das im Backofen dann nochmal durchbacken gelassen und habe Nudeln dazu gemacht. Ja, das hat meine Tochter, wie gesagt, fand das sehr, sehr lecker. War schön. Na gut, mein Mann hat es auch geschmeckt. Mein Sohn, der war nicht da, der war, jetzt muss ich überlegen, im Schwimmtraining. Ja. Ja, der hat auch nichts mehr davon bekommen. Also die beiden haben alles aufgegessen. Der arme Kerl musste nachher Brot essen. Das ist schon gemein. Ja. Da betätigt man sich sportlich und dann kriegt man kein Essen mehr. Nächstes Mal muss ich was rüberstellen. Ja, und dann hatten wir noch, ich glaube, das war der Dienstag. Und das war so ein Kilo in, oder 900 Gramm oder sowas, diese Hähnchenbrust, die man dann bei Lidl und Aldi zu kaufen kriegt. Und da habe ich 4 davon gemacht und aus waren 5 Stück drin und aus der 5. habe ich ein Hühnerfrikassee gekocht. Ja, genau. Und das Hühnerfrikassee, das habe ich, also ich hatte da nur die Hähnchenbrust vorbereitet und habe mir den Sud da davon mitgemacht und habe das Ganze dann so eingefroren. Das hat wunderbar geklappt. Ich habe erst gedacht, ob es dann alt schmeckt, aber das war nicht der Fall. Das hat wirklich wunderbar geklappt und habe das heute Mittag rausgeholt und habe das dann fertig gemacht. Also noch ja, halt was wir so im Hühnerfrikassee essen, habe ich halt reingemacht. Also den Spargel und Zwiebel und Erbsen und Möhren habe ich reingemacht. Pilze und die Sahne. Ein Päckchen Sahne und ein bisschen Milch. Und dann war das schon fertig. Dazu habe ich jetzt Reis gemacht gehabt. Ja. Genau. Und das war jetzt sozusagen unser Freitagessen. Da ist auch noch übrig. Muss ich mal gucken. Also das werde ich auch, können Sie morgen essen. Ich werde es kalt stellen, dann können Sie das morgen noch mal essen, wenn Sie möchten. Und ja, aber einfrieren werde ich es nicht mehr, weil ich, wie gesagt, die Hähnchenbrust schon eingefroren hatte. Und dann mache ich das nicht mehr gerne. Ich weiß nicht. Also das bleibt dann so
Aber ich denke schon, das wird gegessen. Weil das mögen sie eigentlich gern. Deswegen. Ja. Und dann, was hatten wir noch? Ah, selbstgemachte Pizza. Am Donnerstag. Da durfte sich jeder seine Pizza selber belegen, wie er wollte. Und dann hatten wir noch, weiß gar nicht, Bolognese habe ich einmal gekocht. Ich glaube sogar, die hatte ich am Sonntag gekocht. Am Sonntag gab es Bolo. Ja. Und dann hatte ich noch die, weiß gar nicht, ob ihr das kennt, Bratwurstsoße. Also, ja, aus Bratwurst, aus der richtigen Bratwurst sozusagen, aus der Dosenbratwurst wird dann eine Soße gekocht. Ja, und das war sozusagen unser Essen für die Woche. Ich muss mal gucken mit nächster Woche. Da weiß ich noch nicht. Irgendwie schwirrt mir selbstgemachte Burger im Kopf rum. Darauf hätte ich mal Lust. Und dann, ja, weiß noch nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht mal selbstgemachte Nudeln mit Tomatensauce. Das wäre auch noch schön. Ich muss mal gucken und vor allen Dingen die Kinder fragen. Ja. Ja. Doch, doch. Da muss ich mal nachfragen, was sie noch essen wollen. Auf Pfannkuchen hätte ich auch mal wieder Lust. Pfannkuchen esse ich auch manchmal ganz gerne. Ja, muss ich mal fragen, was sie noch essen wollen. Was mein Mann essen will. Mal gucken, ob sie noch Ideen und Wünsche haben. Wobei, die fragen ja meistens immer nur, was gibt es denn zu essen? Und da habe ich manchmal ist es so, da habe ich keine Ideen, da weiß ich nichts. Und dann steht man davor und denkt sich, ja, dann sagt mir doch mal bitte, was ihr gern essen möchtet, damit ich das auch kochen kann einfach. Ja, ist schwierig. Ja, was willst du denn essen? Weiß nicht. Das ist doch eine schöne Antwort. Na gut, das ist so. Ich meine, ich weiß ja auch manchmal nicht, was ich essen so will, mag. Trotzdem. Ja. So war unsere Kochwoche. Aber eigentlich ja ganz schön, wenn man das jetzt so sieht. Ja. Was haben wir noch gemacht? Ja, ich weiß gar nicht. Wir waren. Ne, weg waren wir nicht. Ich war einkaufen. In den Geschäften war wieder viel, viel, viel los. Aber das ist manchmal zu bestimmten Zeiten, finde ich, sind die manchmal wirklich, wirklich voll. Wo es mir stark aufgefallen ist, war am Samstag, der vergangene Samstag, war ja viel, viel los und besonders an den Frischetheken. Also, wow, was da Gewusel war, das ist schon viel gewesen. Aber gut, ich habe nur Kleinigkeiten gebraucht, fertig. Denn meinen Wocheneinkauf, so mache ich meistens in der Woche.
Ich probiere den entweder mittwochs oder donnerstags zu erledigen, weil ich nicht gern einkaufen gehe. Jetzt ist es gesagt. Ich bin zwar Frau, aber ich gehe nicht gern einkaufen. Oh. Ich beneide jeden, der sagt, ja doch, das macht mir Spaß. Ich gehe gerne. Ich nicht. Ich mag das nicht. Ich gehe, weil es sein muss, aber mögen ist was anderes. Ja, dabei ist es eigentlich, es ist ja nicht schlimm. Aber trotzdem. Oh. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Das kann ich nicht sagen. Ich habe das halt nicht gerne. Aber ich habe das noch nie so gemocht. Auch als Kind nicht. Von daher. Ja. Das ist so. Na. So hat der eine die Vorliebe, der andere die Vorliebe. Und das ist auch super so. Ja, so kann es gehen. Jetzt muss ich mal noch gucken. Ich wollte eigentlich am Wochenende jetzt, also morgen am Samstag mit den Kindern in die Stadt fahren. Aber ich weiß noch nicht, ob wir dazu kommen, weil es hat sich unerwartet ein Besuch angekündigt. Spontan, ja. Er hat heute gefragt, ob er morgen kommen könnte im Laufe des Vormittags. Und ja, ich weiß nicht. Ist halt schade, weil eigentlich wollte ich mit meinem Sohn auf eine Ausbildungsbörse fahren. Ich meine, der hat noch Zeit, aber er wollte sich das gerne mal angucken und mal drüber laufen. Und deswegen wollte ich das eigentlich mit ihm machen. Aber jetzt mit dem Besuch, ich weiß auch nicht, weil die geht nur bis 13 Uhr. Die ist von 9 bis 13 Uhr, diese Ausbildungsbörse. Und je nachdem, wann der Besuch kommt, lohnt sich das halt nicht mehr. Ich fahre noch 45 Minuten bis dahin. Er wollte eigentlich mit dem Zug fahren. Und wenn wir das machen, sind wir eine Stunde unterwegs und müssten dann noch hinlaufen. Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Dann. Ich finde das auch immer so goldig, wenn dann derjenige, wo halt vorbeikommen wollte, oder will, wollte ja nicht, der will vorbeikommen. Ich habe gefragt, wann ungefähr. Und nachher hab ich nur als Antwort bekommen, wahrscheinlich ab 9:30. Und dann habe ich zurückgeschrieben, wie ab 9:30? Bist du 9:30 da oder wie? Ei, ich muss noch was machen und ich gucke dann mal, ja, so ab 9:30 würde ich kommen. Was heißt das jetzt? Ab 9:30. Kann es auch 10:30 werden, oder? Verstehe ich das verkehrt? Also ich glaube jetzt nicht, dass es dann 10:30 wird, um Gottes Willen, aber irgendwie wollte derjenige sich nicht festlegen mit der Zeit. Ja, und da ich ihn kenne und eigentlich weiß, dass er nicht der Pünktlichste ist, Ja, ich weiß nicht. Ja, von daher gucken wir mal, wie das morgen wird. Ich werde berichten. Das ist auch... Naja, ist aber schön, dass er vorbeikommt, von daher. Da freuen wir uns ja auch drauf.
Deswegen, ja, schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob, gehen wir einfach auf die nächste Ausbildungsbörse. Ich meine, die Sachen starten ja jetzt auch, von daher schauen wir einfach mal, wie das so ist morgen. Vielleicht ist er ja auch um 9:30 da. Das will ich ihm ja gar nicht streitig machen. Ja. Wer weiß. Wir werden es morgen erfahren. Frech gesagt. Ja. Ach ja, schön. Ich fand die Woche wirklich schön. Ist zügig rumgegangen. Es kam keine Langeweile auf. Das ist klasse. Das ist toll. No. Ja, ich würde sagen, machen wir noch hier unseren, weiß gar nicht, was ist denn das? Ein Dreitag? Dreizack? Ach, sieht der, glaube ich, gar nicht so gut, gell? Also hier, den Dreizack. Ich würde sagen, dann machen wir auch schon mal nochmal Schluss. Weil ich laber euch schon wieder so voll. Ich weiß gar nicht, ob das immer so gewünscht ist. Oder ob ihr euch langweilt. Oder ob ihr mich überhaupt hört. Ja. So kann es gehen. Das ist schon. Ja. Aber ich finde es schön, dass ich jetzt einigermaßen frei und ohne viel zu stolpern sozusagen einen kleinen Monolog halten kann, euch zu sprechen kann. Ja. Ja, das gefällt mir schon gut. Und ich muss sagen, das hat mir auch schon, ja, in meiner Arbeitswelt definitiv geholfen. Das darf man gar nicht unterschätzen. Also es ist wirklich so, wie die Leute meistens, also diese ja, wie nennt man die dann, diese Professoren auf diesen Kommunikationsseminaren sagen, ja, muss man üben. Üb es, dann geht das. Und da haben sie recht. Wobei ich es hätte wissen müssen, sollen, denn ich bin auch jemand, der früher unheimlich viel gelesen hat. Und durch das viel Lesen, aber still gelesen, ja, also leise für mich gelesen habe, und durch das viel Lesen konnte ich unglaublich gut Aufsätze schreiben oder Referate schreiben. Also das muss ich wirklich sagen. Das war eine Sache, da sind einem Begrifflichkeiten eingefallen durch das viele Lesen, auf die man so gar nicht, auf die wäre ich so garantiert nie gekommen. Und auf abwechslungsreiche Wörter. Ja. Und deswegen, und das ist mit dem Sprechen und dem freien Sprechen genau dasselbe. Aber man muss sich auch dafür, ja, sich überwinden, das zu tun. Einfach. Ich habe früher immer gedacht, jo, was interessiert denn das die Leute? Also hältst du den Mund, brauchst dir nichts zu erzählen. Ja. Und jetzt merke ich schon, dass ich in auch diesen Smalltalk-Sachen mich eher mit einbringe und da auch offener von mir selber reagiere. Ja. Und das ist schon, das ist schön zu sehen. Das ist eine schöne Sache. Ja.
Schauen wir mal. Ich finde das Bild hier, das kommt super raus. Ich habe das ja bei jemanden schon gesehen, dem hat nur noch unten das Stück gefehlt. Also das, was ich jetzt gerade painte, dem hat das gefehlt. Und mei, also das ist schon schön. Das ist, aber auch generell das Motiv gefällt mir halt sehr, sehr gut. Ja, ich zeige es euch jetzt nochmal gerade. Diesmal ist nichts kleben geblieben an meiner Unterlage. Das ist schon. Schaut mal, wenn ihr hier das seht vom Arm, wie der mit den Steinchen sozusagen ins Leben erweckt wird. Das ist schon klasse. Mal gucken, ob wir es ein bisschen besser drauf kriegen. Ich lege mal noch die Matte rüber. Den Stift. Schiffchen. Also ich finde das wirklich schön, auch mit den Blasen hier. Das kommt so schön raus, auch mit diesem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal mit diesem Seegras hier dabei. Also auch hier ihre Hand. Ich finde auch hier vom Daumen den Fingernagel, den Daumennagel. Ich finde schon, dass man das erkennt. Also, ich bin wirklich mal sehr gespannt hier auf die Blüte. Und wo ich auch drauf gespannt bin, ist die Blüte in ihrem Haar. Hier die beiden und mit den kleinen zunehmenden Knospen hier noch. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Also wenn die so rauskommt, wie jetzt hier ihre Hand und schon hier das Blütenblatt mit den Strukturen mit drin. Ich glaube, das ist wirklich schön. Das wird klasse. Da freue ich mich dann auch drauf, hier ihr Auge oder ihren Mund mit Nase zu painten, weil das kommt dann bestimmt auch klasse raus. Ja, aber das werden wir erleben. Ich versuche euch da natürlich mitzunehmen. Wenn euch das nicht langweilt, dass ich dann immer an demselben Bild painte. Wobei ich ja gesagt habe, dass noch das Mädchen mit Hut beim Spaziergang von Finira, das werde ich auch noch abkitten. Also das kommt auch noch in den täglichen Ablauf mit rein. Obwohl täglich painte ich nicht, aber in den Ablauf kommt sie mit rein. Weil da bin ich auch mal gespannt, wie sich die legen lässt. Ich habe ja meistens ein Bild mit runden Steinchen und eins mit eckigen Steinchen zum Legen am Start. Ja, gut. In diesem Sinne, bleibt schön gesund. Lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn ihr so lange durchgehalten habt und mir zuhören konntet bis zum Schluss. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt gesund. Tschüss.